Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von uns. Ich sitze gerade, oder besser gesagt, wir sitzen gerade alle im Auto. Die gesamte Family ist mit dabei. Wir gehen jetzt nämlich Schulsachen kaufen. Am Montag geht schon die Schule los. Und ja, heute ist Donnerstag. Und wir kaufen erst jetzt Schulsachen ein. Zuerst wollten wir sie am Anfang der Ferien kaufen, aber da hatten die Kinder keine Motivation dazu. Die wollten die Ferien genießen und nichts von Schule hören. Und ja, deswegen gehen wir jetzt ganz zum Schluss und wir sind schon ganz gespannt. Die Lara ist ganz aufgeregt, die freut sich, weil die Lara hat natürlich Schulstart in die Volksschule, also in die Grundschule. Und ja, deswegen gehen wir heute Schulsachen kaufen für drei Schulkinder. Mittlerweile haben wir jetzt drei Schulkinder und das wird bestimmt toll. Wobei, naja, der Patrick braucht eh nicht so viele Sachen, denke ich mal, weiß ich nicht. Und Michelle, ja, schauen wir mal, wie viel sie noch vom Vorjahr hat. Also, wir fahren jetzt zum Libro und zum Pago und wir sehen uns dann gleich dort. Wir brauchen 2 bis 3 Bleistifte, Nummer 2. Gibt's hier Bleistifte? Die Mama schaut aus wie ein Lagermitarbeiter. Aber das braucht sie immer von zu Hause mitgenommen, weil. Ja, ja. Mama, Lieder nimmt sie einfach nicht. Ich gehöre übrigens. Was haben sie denn genommen? Die Stifte? Nee, brauchen wir keine. Wo sind die Bleistifte denn? Schau, HB ist doch 2. Ja. Und eine ist offen. Aha. Ich muss das haben. Einmal. Da steht, ich soll 12 Farben plus Hautfarbe nehmen. Hautfarbe, ja? Soll ich dann Fleischfarbe nehmen? Fleisch? Oder braune Hautfarbe. Total rassistisch. Ja. Und wenn ich wie eine schwarze Familie sind, was nehmen wir? Ja, deswegen ist Fleischfarbe ja nicht. Fleisch! Das also kommt auch, wenn es Rindfleisch ist oder Wildschwein? Da ist er ein Diagon. Da steht von der Marke Städler. Das Doppelte vom Preis her. Wegen fällt die Michelle nicht runter, bestimmt die Hartschwein. Also, ich würde mir das vorschlagen, das schaut auch cool aus. Aber die Frau Lehrerin hat nach dieser Marke gefragt. Also aber schau mal, hat die Lehrerin geschaut, wie teuer das ist? Okay, ein kleines Lineal, 16 cm. Besser. 16 cm. Wieso nimmst du nicht aus Holz? Sei nicht nervig, danke. Wieso nimmst du nicht aus Holz, ja? 100 cm. 16, aber das ist so schwer mit so einem Holzlineal. Wieso, ist viel einfacher mit dem, anstatt mit dem Plastik. Ist das 16? 15,5, oder? 16 cm. Ja, dann nimm das. Aber dein Lineal. Mein Vater. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun. Feeling with chase, I'm wide awake. Take me away now. Wir haben jetzt alles hier in den Kinderwagen reingestopft, bis das wir dann dabei hatten. Und wir haben mal wieder keinen Sackerl dabei, oder? Wie immer, oder? Wie immer. Okay. Wir haben jetzt insgesamt, kann ich euch zeigen, also wir haben 258 Euro, nein, wir haben ja noch 10% Gutschein gehabt, also wir haben 25 Euro gespart und wir haben 232 Euro ausgegeben. Also Baba, hat sich schon gelohnt, oder? Besser als nur. Ich bin der Gutscheinmann. Du bist der Gutscheinmann, ja, das stimmt. Das haben wir gespart. Das heißt, wenn wir für 25 Euro gespart haben, können wir für dieses Geld, kannst du uns zu McDonald's ausfahren. Kann ich zum
Barbershop gehen. Barbershop? Ja. Ich gehe zum Friseur, wenn du so. So, wer will einsteigen? Ich! Michelle und Lara könnten eigentlich schon einsteigen. Kommt ihr! So, ich hoffe, dass wir was finden, weil sonst übernachte ich gleich da. Mein Rücken tut ein bisschen weh. Aber hier ist noch Handschuhe für Große. Die Patte, oder? Ja, der Patte braucht. Aber die Lara braucht auch Handschuhe. Na, das ist nicht schön. Stopp. Ich dachte, wir suchen Sportschuhe. Ja, ich will auch mal probieren. Ja, ich will aber auch probieren. Yeah. Ja, Mann! Aber der Patti hat nur den Ring geschwungen. Ja, gibt's ja nicht. Ich zeige, wie das geht. Pass auf, du brauchst ein bisschen Bauch. Ein bisschen Bauch. Also rund und gesund. Und dann machst du so. Nein. Der Patti hat es am besten gemacht. Warte, das war der erste Versuch. Er hat dein Patti gefallen. Und? Hat er gefallen? Aber okay. Bar muss ich auch noch austoben, wie ein kleines Kind. Papa! Warte. Auch in Schule. Wer hat Spaß, he? Der Papa hat früher mal geboxt. So, fertig mit Shoppen, also zumindest den Sachen, die wir gefunden haben. Wir haben noch keine Hausschuhe für die kleine Lara. Ich brauche keine Hausschuhe. Doch. Du meinst, die passen dir noch vom letzten Jahr, vom Kindergarten? Können wir probieren zu Hause. Sie meint, sie passen dir noch? Deswegen schauen wir mal. Aber ein bisschen. Wir gucken dann. Lara hat auf jeden Fall neue Hallenschuhe bekommen. Okay, wenn wir welche finden. Aber heute geht es nicht mehr aus. Jetzt sind wir beim Burger King was essen und wir haben Hunger. Und hier sind die Mäuse. Was machst du, Lisa? Der Patrick sitzt da und da setzt sich dann der Papa oder die Michelle. Schauen wir mal. Der kleine Willi sitzt auch da. Willi, wie ist er? Bei Mutti? Mami, wir darf keiner sitzen. Aber wir müssen noch die Getränke füllen. Ah ja, stimmt. Das müssen wir selber machen. Ja. Ich hab keine Stroh. Oh, Mami, damals. Ja. Patti, gehst du mit den Getränken auffüllen? Das sind deine. Luisa, das ist deins. Ich zeig euch mal, was ich genommen habe. Also, ich habe immer Onion Rings, wenn wir zum Burger King gehen. Hast du hier angepasst? Ich brauche. Das ist schön. Also, Onion Rings. Und ich habe hier ein Steakhouse. Wie heißt das? Steakhouse Burger. Hatte ich immer Crispy Chicken. Papa hat Boba, Doppelboba. Ein Glatschkamp. Aber die Zwiebelringe, die sind diesmal gut, oder? Ich habe nicht so verbrannt. So yummy. Hallöchen, ihr Lieben. Nächster Tag ist heute, also heute ist. Das war gestern Donnerstag, heute ist Freitag. Und ja, es ist morgen, sozusagen, es ist ja Vormittag. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal die Kamera in die Hand, weil ich schon die ganze Zeit herumwerkeln bin und machen bin und nicht vlogge. Das ist, ja, weil wenn so viel zu tun ist, dann denke ich dann nicht an die Kamera. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich nehme jetzt kurz die Kamera in die Hand. Ich mache mir jetzt nämlich gerade einen Kaffee, haben uns schon mal angezogen. Wir räumen gerade aktuell ein bisschen auf. Es schaut im Haus wieder mal furchtbar schlimm aus. Super chaotisch. Es ist halt immer so, wenn wir viel zu tun haben, aber auch gleichzeitig noch Ferien ist, man möchte ein bisschen noch was mit den Kindern auch machen, dann ja, bleiben so gewisse Sachen liegen, die dann nicht so wichtig sind, und das ist meistens der Haushalt, ne? Ich mache mir jetzt auf jeden Fall mal einen Kaffee, da muss ich mir ein bisschen zurecht machen, also meine Haare mal bürsten, das habe ich noch nicht gemacht, außer Zähneputzen, Gesichtswaschen habe ich noch nicht quasi mich hergerichtet, wie ihr sehen könnt, also Haare bürsten auf jeden Fall und vielleicht ein bisschen glätten, muss dann noch ein Foto machen für eine kleine Kooperation mit Nintendo. Da habe ich hier. Michelle, der Fernseher ist ein Ticken zu laut, ja.
Auf jeden Fall habe ich hier so ein, ein cooles Shirt an, da mache ich später dann ein Foto. Dann habe ich noch einige E-Mails, die ich machen muss und die ganz wichtig sind. Voice-Over muss ich auf jeden Fall noch machen von dem Bubble-Tea-Video, das ihr hoffentlich schon gesehen habt. Ist auf jeden Fall, da muss ich noch Videos drehen für Schulsachen, also die wir gestern gekauft haben. Da habe ich mir gedacht, dass ich so ein eigenes Schulsachen-Haul-Video drehe. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie wir das jetzt mit den Videos machen. Ja, wir kommen so langsam aus unserer Sommerpause raus, wo ja, wir nicht so viel Videos gemacht haben wie sonst. Ja, nicht weil wir es nicht gewollt hätten, sondern weil einfach auch die Zeit gefehlt hat, weil auch andere Projekte am Laufen sind, wie zum Beispiel Hühler, da war im August so eine große Aktion, dass ja, man sich da einfach zeittechnisch nicht spalten konnte, wo was macht man jetzt, deswegen ja, nur so. Und ich wollte euch noch zeigen, habe ich das gestern auch noch gefilmt? Ich glaube schon, beim Deichmann waren wir ja gestern noch und beim Herwes. Und die Lara hat keine Hausschuhe gefunden beim Deichmann. Die hat aber jetzt noch ihre aus dem Kindergarten probiert und die passen ja noch. Deswegen wird sie die beibehalten. Und der Patrick, der wollte auch Hallenschuhe, aber der hat sich dann doch keine gekauft, hat keinen schönen gefunden. Deswegen hat er gesagt, nee, der denke, dass sich das so ein Jahr noch ausgeht, bis dann wie soll ich sagen, Schule aus ist für ihn sozusagen und dann hat er keinen Turnen mehr. Oh mein Gott, voll krass, Patrick ist in der Matura-Klasse, der maturiert dieses Jahr. Wir sind so stolz auf den, der ist so, wir gehen ein guter Schüler, so brav und da gibt es nichts, also der ist wirklich ein Vorzeigeteenie, ja, Patrick, und so auch von der Schule her. Also wie soll ich sagen, wissbegierig er ist und wie aktiv er ist und wie man sich da auch gar nicht drum kümmern muss. Der macht das auch alles selbstständig, weil das, was Schulsachen, Schule betrifft, da müssen wir da nicht hinterher stoßen oder so. Der ist wirklich top. Und ja, der maturiert dieses Jahr. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Also Abitur macht er für die Deutschen und euch, die nicht wissen, was Matura bedeutet. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall schnell die Schuhe, die wir gekauft haben, noch beim Deichmann gestern, auf unserem bröseligen Küchentisch. Aber that's the real life. Wir haben diese Elefantenschüchchen für die Lisa gekauft, weil Lisa ihre Kindergartenschuhe waren kaputt. Und ich habe dieses Mal halt diese von Elefant genommen. Ich hoffe, dass die länger aushalten als die sonst vom Deichmann, weil manchmal lösen sie sich da vorne, das ist immer so unangenehm für die Kinder beim Gehen. Aber deswegen habe ich mich für ein bisschen hochwertigere entschieden. Die haben jetzt auch so 17 Euro gekostet, schauen auf jeden Fall atmungsaktiv aus und sind sehr süß. Da sind so Kätzchen drauf. Lisa findet die super süß. Und für die Lara habe ich dann auch Hallenschuhe gekauft. Die sind richtig schön, schaut mal. Das sind die einzigen, die wir gefunden haben in weiß, weil alle anderen waren so schwarz und die haben mir nicht gefallen. Und ja, die sind halt vom Puma, haben innen drinnen so orange. Ja, und es gab noch mit grün und Lara hat die mit orange genommen. Die haben nur so 30 Euro gekostet, waren vergünstigt von 35. Genau, ja, das haben wir auch noch geholt. Und die Schulsachen und grundsätzlich, also die Schulsachen von der Michelle seht ihr dann auf Michelles Kanal. Also sie hat gesagt, sie möchte ein Video drehen. Da kam ja auch lange Zeit kein Video, weil sie einfach keine Lust hatte, eins zu drehen. Und die Michelle macht das ja, wenn sie will, wenn sie nicht will, muss sie ja nicht. Also das ist ja ihr Kanal, da kann sie machen, was sie will. Natürlich helfe ich ihr und bin da immer unterstützend dabei mit der Kamera. Und jetzt hat sie halt wieder Lust drauf, deswegen mal gucken, ob sie da weitermacht, aber auf jeden Fall möchte sie das Schulsachen-Haul von ihren Sachen auf ihren Kanal machen und das von der Lara werde ich dann hier auf unseren Kanal posten. Ja, so viel dazu. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und mache mir dann mal fertig. Bin jetzt im Badezimmer, muss mich auf jeden Fall schnell fertig machen. Mein Kaffee, den ich mir vorhin gemacht habe, habe ich dabei. Und ich
Ich werde mir jetzt ein bisschen die Haare glätten und ein bisschen schminken. Und wir sehen uns gleich. Und fertig bin ich. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Und jetzt schauen wir mal zur Family, was die machen, weil ich glaube, wir sind in der Küche. Da sitzen sie alle. Was? Und Frühstücken. Heute gibt es mal Mais zum Frühstück. Und ich will auch Frühstück, ja? Und der Papa hat dir mal zum Frühstück gegeben. Sehr gut. Sehr gut. Mein Lieschen. So, während die Family weiter frühstückt, werde ich mal das Foto vorbereiten, oder? Ein paar Sachen von der To-Do-Liste ist schon abgearbeitet. Sachen, die Instagram-Bilder haben wir schon gemacht. Und ein paar Pflanzen umgetopft habe ich mit Papa. Und der Papa ist jetzt hier schon am Hühlern. Wir haben zusammen vorhin abgestaubt, also auch mit dem Hühler. Und jetzt wäscht er hier den Boden. Und ja, filmt das Ganze so ein bisschen für Instagram mit. Wenn ihr da mehr so Videos sehen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Diamanta Mr. Clean folgen. Da gibt es dann immer so regelmäßige Videos dazu. Zum praktisch. Arbeiten und putzen in einem. Ja, und ich und die Michelle kochen jetzt was im Thermomix. Wir haben uns da was ausgesucht. Ja, ich habe es ausgesucht, aber wir können uns nicht zusammen was aussuchen, oder? Die Michelle hilft mir und ihre Augen brennen. Oh, mein armes Kind. Wir kochen weiße Bolognese. Das schmeckt so lecker. Das haben wir im Italienurlaub gegessen. Don't cry, baby, don't cry. Das Essen ist fertig. So schaut es so aus. Das sind weiße Bolognese. Und darüber kommt jetzt noch Grana Padano. Warte, guck mal. Gut. Grana Padano. Mittlerweile ist es schon dunkel. Die Küche schaut aus wie ein Schlachtfeld, obwohl ich es vorhin aufgeräumt habe, bevor ich hier zum Kochen begonnen habe, bevor wir gegessen haben. Aber ist ja Standard, ne? Die Hunde spielen schön. Das ist eigentlich so wie ein bisschen zickig. Weil ich, also bin ich vielleicht durstig, hä? Hm? Nein. Yes. Das Geschirr, das ist sehr hübsch, das muss gleich eingeräumt werden. Zuerst muss aber der Geschirrspüler ausgeräumt werden. So. So, bitteschön, meine Damen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, achso, es ist jetzt schon Abend, weil ich nach dem Essen gleich den Kleinen genommen habe, der ein bisschen unruhig war und habe ihn ein bisschen schlafen gelegt, also ein bisschen angelegt und es ist locker 2 Stunden schon vergangen. Jetzt habe ich den Patrick kurz gebeten, ob er auf ihn schauen kann, damit ich mein Voiceover machen kann. Das habe ich ja nicht geschafft. Also falls ihr euch wundert, warum jetzt da keine regelmäßigen Videos gab, weil wir immer beschäftigt sind mit vielen anderen Sachen. So, ich bin jetzt im Büro und werde mich gleich hier ins Voiceover machen. Und bis später. Ich bin fertig mit dem Video. Es ist auch fertig. Oh, mir nicht scharf jetzt. Also, weil sie mal auf die Michelle fokussiert. Da ist die Michelle, die mir den Kleinen bringt, weil er nicht mehr ohne die Mama sein kann, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt mehr als bed ready. Yorker. Video ist fertig und es kommt aber erst am Samstag online.
Also ja, wenn ihr das seht, habt ihr schon längst gesehen. So, Kinder, kommt ihr ins Bett oder was machen wir? Ich bin kaputt. Der Papa bringt jetzt auch die anderen ins Bett und wir verabschieden uns vom Vlog. Moin, ihr Lieben, wir sehen uns dann wieder next time. Und ich hoffe, es ist wieder durchgefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich glaube, nach dem Video kommt Schulsachen. Also bis dann. Tschüss.